Ja, hallo liebe Zuschauer, lieber Zuschauer. Ich stehe heute hier vor dem Magdeburger Oberverwaltungsgericht. Heute hat fand hier ein Prozess statt, wo hier Komi dagegen geklagt hat, also gegen die sogenannte Verwaltungsgebühr, also 10 Euro, dass sie also nicht richtig ist und dass das nicht geht. Und ich habe jetzt den Anwalt, der ihn vor Gericht vertreten hat. Können Sie noch mal was zu dem Grund sagen und zu der Sache im Prozess? Im Prozess geht es um die 10 Euro Gebühr, die jedes Mal dann verlangt wurde von dem Landkreis in Merseburg, wenn jemand eine Verlassenserlaubnis beantragt hat. Verlassenserlaubnis muss man beantragen, wenn man Asylbewerber ist oder mit einer Duldung hier in Deutschland lebt, weil man dann eine sogenannte Residenzpflicht hat, also entweder seinen Landkreis nicht verlassen darf oder das Bundesland. Und für diese Erlaubnis, diese räumliche Beschränkung verlassen zu dürfen, wurden halt 10 Euro erhoben. Und dagegen richtete sich die Klage. Ich meine, es ist ja diese Residenzpflicht und diese Gebühren, ich denke mal, auch in anderen Ländern und auch schon längere Zeit. Wie sehen Sie da die Auswirkungen? Kann man da rückwirkend irgendwie was zurückfordern? Also zunächst mal ist es von Landkreis zu Landkreis sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Das heißt, jede Ausländerbehörde hat da so ihre eigene Praxis. Die einen erheben überhaupt keine Gebühr. Andere erheben jedes Mal eine Gebühr. Wieder andere sehen Ausnahmetatbestände und so weiter. Mit der Entscheidung des OVG heute, wovon wir ausgehen, dass das OVG sagen wird, diese 10 Euro Gebühr ist rechtswidrig, das wurde jedenfalls in der mündlichen Verhandlung recht deutlich gemacht, ist diese Gebühr nicht mehr zu halten, und zwar bundesweit. Das heißt, es ist keine Entscheidung, die jetzt nur auf diesen Landkreis oder auf Sachsen-Anhalt eingeschränkt wäre, sondern es wurde festgestellt, dass es einfach keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Und das ist natürlich bundesweit der Fall. Und wenn es keine rechtliche Grundlage für eine Gebühr gibt, darf sie nicht erhoben werden. Ganz einfach. Und wie sieht es in der Zukunft aus? Wenn jetzt, kann man rechnen damit, dass irgendwann auch die Residenzpflicht gibt? Oder dass also sozusagen dieses Urteil wegweisend ist und dass also diese unsägliche Gebühr also wirklich in allen Bundesländern abgeschafft wird? Na, dazu äußert sich natürlich die Entscheidung leider nicht. Sondern es geht ja nur um die Gebühr. Das heißt, es ist auf einer anderen Ebene, ob die Residenzpflicht an sich überhaupt rechtlich Bestand haben kann. Das ist leider noch nicht geklärt, aber da muss man halt auf anderer Ebene angreifen, insbesondere in den Strafverfahren, die ja immer wieder laufen. Es ist ja strafbar, wenn man ohne diese Verlassenserlaubnis den Landkreis oder das Land verlässt. Da kann man versuchen, eine Klärung herbeizuführen, oder man kann eben auch versuchen, wozu aber eben wenige der Flüchtlinge bereit sind oder auch finanziell in der Lage sind, das auf verwaltungsrechtlichen Wege versuchen zu klären, in einer grundsätzlichen Klage. Aber da müsste man eben Unterstützer finden, die das finanzieren und so weiter. Das ist nicht einfach. Deshalb ist es meines Erachtens auch so, dass das seit Jahren eben zwar jedem verständigen Dritten klar ist, dass das nicht sein kann, dass es sowas gibt, aber es gibt immer noch keine Klärung darüber. Es gibt eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, was sagt, dass die Residenzpflicht verfassungsgemäß ist für Asylbewerber. Das war in den 90er Jahren, als es noch sehr, sehr viele Asylbewerber gab, als es noch kein Dublin-Verfahren gab, als die Außengrenze von Deutschland noch eine EU-Grenze war. Da wurde gesagt, die Residenzpflicht ist notwendig, auch mit dem Blick darauf, dass man Deutschland als Zielland von Flüchtlingen unattraktiv macht. Das hat man einfach schon dermaßen gründlich erreicht, dass man dazu die Gesetzgebung nicht mehr braucht. Also Sie sagten, vielleicht mal Information von Zuschauern, Sie sagten vorhin ganz kurz, aber es ist durchaus möglich, dass auch andere Flüchtlinge und Asylbewerber sozusagen durchaus die Chance hätten, nach diesem Urteil ihr Geld zurückzukommen, sozusagen, wenn sie entsprechende Anträge stellen. Das vielleicht nochmal ganz kurz die Zuschauerinformation. Durchaus möglich, weil die Chance besteht. Also das sollte man machen. Alle, die von dieser 10-Euro-Gebühr betroffen waren, sollten jetzt zur Ausländerbehörde gehen und sagen, es gibt da eine Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt, was sagt, dass diese Gebühr rechtswidrig erhoben wurde, ich möchte mein Geld zurückhaben. Das sollte innerhalb der nächsten 3 Monate geschehen. Wenn man es auf der ganz sicheren Seite machen will, sollte man es in den nächsten 3 Monaten machen, ja. Ja gut, dann hoffe ich viel Erfolg und danke fürs Gespräch und tschüss.